So, da sind wir wieder. Jetzt gegen Peterborough United. Bei Peterborough. Das wird verdammt schwer, sage ich. Das wird so verdammt schwer, auf, gerade weil sie jetzt die Tabellenführung abgegeben haben an Blackpool, sind die unter bis auf die Haarspitzen motiviert. Auch wieder 1.500. McCarthy direkt auf einer 5,5 hoch. Also McCarthy gibt will so schnell wie möglich zurück, aber die Fitness muss er halt noch. Aber der ist schon halt 33, das dauert was länger, bis er die Fitness wieder hat. Oder wir müssen ihn reinschmeißen und dann zur Halbzeit rausnehmen. Oder wieder zur Absicherung in der zur zweiten Halbzeit bringen. Entweder so erste Halbzeit rein und zur zweiten Halbzeit raus oder umgekehrt. Zweiten Halbzeit rein und die zweite Halbzeit spielen. Müssen wir dann mal schauen, wie viel Fitness er zum Ende der Woche hat. Was sagt generell die Trainingswerte? John Braxton 4% dazu gewonnen. Nice. Zweite Halbzeit rein. Müssen gucken, wie sich das Spiel entwickelt erstmal. Aber ich bin eigentlich auch dafür, dass er neu zur zweiten Halbzeit reinkommt. Glenn 3,5, 94%. Nice, er hat bald ein Tito ist auch bei 98 mittlerweile. Steve 92%. Wo ist Poro? 13%. Trainingsgruppen passt. Trainingsziele passt auch. Was hat hier die Jugend? Ja, Falcon Bridge. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie wir mit dem verfahren sollen. Ne? Teamgeist, er ist ein Einzelspieler, also ist nicht gerade der Teamspieler. Und wir haben schon zwei Sechser. Ne? Der ist zwar nicht schlecht, hier, aber wir werden auch mit Sicherheit kein Geld für den bekommen. Und noch 5.000 Pfund, das ist, wird uns jetzt nicht so den Piep retten. Lee Page ist auch nicht gerade als großer Verteidiger bekannt. Zwei Talent und ist auch nicht gerade sehr flexibel. Was hat Ian Thompson? Der Neffe. Wir sagen einfach, das ist jetzt der Neffe, obwohl er ein Jahr älter ist. Dann ist er vielleicht der ältere Cousin, aber eigentlich wäre er der Neffe. Könnte ich ihn vielleicht mit einbauen irgendwie. 1,55 ist er da auch nicht groß als Innenverteidiger. Vielleicht wird er dann, aber der ist flexibel als Verteidiger. Der ist der komplette defensive defensive Allrounder, ne? Das stimmt mich immer positiv bei ihm. Aber da gehen wir rein ins zweite Spiel gegen, oder landen, ne, gehen wir mal weiter in, fertig und dann weiter in Richtung Peterborough. Yay! MDS Reax, vielen Dank für den Follow. Mark Wally erreicht das Trainingsziel. Sekunde, ich sag's dir gleich. Erstmal Altfeed ein bisschen motivieren. Und Falcon Bridge jetzt auch. Ich sag Sekunde. So, also den 04er, also du bist jedenfalls in der Materie drin, dass du den EA Manager 04 erkennst. Das ist schon mal gut. Das war eigentlich relativ interessant. Den 04er habe ich so zum Laufen gebracht. Ich habe das über die Virtual Box laufen und da musst du einige Einstellungen noch vornehmen, bevor die gestartet ist. Also quasi läuft, musst du noch die Daten, manche Einstellungen zur CD-Übertragung akzeptieren bzw. auswählen, also den Haken setzen bei manchen der Sachen, dass das halt klappt, dass du die quasi den Datenschutz umgehst, weil der 07er
funktioniert noch bei Windows 10 stellenweise, wie du vielleicht jetzt bei dir zum Laufen gebracht hast. Wenn du jetzt mal, oder Windows 8 hast, ich weiß nicht, welches Betriebssystem du hast, aber ich habe das auch eben, das 04er eben auf der virtuellen Box laufen. Deshalb ist das hier auch auf so der kleinen Auflösung, also hier auf diesem kleinen Fenster, also hier rundum ist eigentlich alles Schwarzbild, weil der 04er ja noch eine relativ kleine Auflösung hat. Ich könnte das zwar ein bisschen höher stellen, aber ich habe das jetzt hier so standardmäßig so drin, weil das hier für mich sehr übersichtlich ist. Ist ja halt oldschool, yes, genau das. Muss ich mal gucken dann. Ja, und weil nämlich die Situation ist halt so, warum du das nicht zum Laufen gebracht hast, ist die Sache. Danke. Ja, bitte gerne. Microsoft hat ab einem gewissen Update von Windows 10 die Datenschutzeinstellungen so geändert, dass EA-Spiele, wie die alten, zum Beispiel die FM-Teile, nicht mehr laufen. Das setzt dadurch ein oder setzt das zugrunde, dass die EA-Spiele von Safety Disk den Copyright haben und das Safety Disk so sehr in das Windows 10-System eingreift quasi und quasi in Besitz nimmt, als ob die jetzt die Herrschaft haben wollen, so ein bisschen, und dadurch haben sie dann gesagt, nö. Also Microsoft hat dann nö gesagt und nee, wir machen das jetzt nicht mehr. Wir lassen die Spiele einfach gar nicht mehr laufen. Also du kannst auch Kopierschutz nicht, sondern Kompatibilitätsmodus aktivieren. Es wird alles nicht funktionieren, weil der Datenschutz Safety Disk trotzdem sagen wird, nö, wir werden dich nicht zum Laufen bringen. Lassen. Also das ist auch bei 05 so, bei 06 war bei der virtuellen Box das Schwierigste, weil das hatte ich schon mal gehabt. Da war noch ein anderer Haken, glaube ich, zu setzen. Das fehlte halt dann als in der Reihe drin. Und ja, jetzt ist der 04er halt so ein bisschen als Retro-Stream hier gedacht, so ein bisschen erinnern und sagen, hey, guck mal, der 04er, was der schon an Sachen hatte oder an interessante Optionsmöglichkeiten, die jetzt manchmal selbst bei den neueren FM-Teilen noch schon vorkommen sind oder drin sind, aber stellenweise mehr Tätigkeiten, klar ist FIFA ist FIFA, ne? Aber was dann schon stellenweise in dem Manager-Modus drin vorkam, im Karrieremodus, was jetzt nicht mehr drin ist. Und ich mag halt den alten 04er. Das war mein erster FM, EA-FM, von einem damals Klassenkamerad, eben ein Klassenkamerad empfohlen worden. Der hat mir das dann ausgeliehen und dann habe ich mich irgendwann da so festgesuchtet. Dann hat er mir den 06er empfohlen und um dann die Serie zu vervollständigen, habe ich mir den 05er geholt und dann, ja, sieht man jetzt hier schlecht, weil ich genau mit meinem Kopf davor sitze. Aber hier hinter meinem Kopf in diesem Abschnitt sind mehrere FM-Teile drin, quasi die Serie ab. Nein, allerdings das 02er fehlt mir. Das 03 habe ich allerdings nicht auf der virtuellen Box laufen geschafft, also dass es funktioniert. Aber ja. Dann danke ich dir, wie gesagt, für deinen Follow. Muss ich mal gucken dann. Ja, wie gesagt, kannst du ja dann mal berichten, wie es, ob du es geklappt, ob es bei dir geklappt hat. Würde mich freuen, wenn ich dir helfen konnte. Und der Stream geht jetzt noch ein paar Minuten sowieso noch, weil ich mache immer 2 Monate im Stream, also ja, November, Dezember, eine Aufnahme November, eine Dezember und wird dann auch auf YouTube landen. Und da sind wir jetzt bei Folge 20 circa. Also von dem ersten, wir sind da erst beim dritten Stream. Wir sind jetzt, wie du siehst, am Texttitel beim 9. Stream. Und ja, wir sind ein bisschen hinterherliegend, aber das lag einfach so daran wegen Arbeit und beruflich und viel zu tun. Dann jetzt hier wegen, dass man überhaupt noch zur Arbeit es schafft, wegen gewissen Umständen, die jetzt hier in diesem Land ja herrschen. Doc zwecks Corona und ja, ne. Aber ja, so kann man es ungefähr zusammenfassen. Was wichtig ist, als Abschluss dir noch zu raten ist,
Du darfst die CD nicht einfach so im Laufwerk wechseln, sondern musst die im Arbeitsplatz Rechtsklick mit auswerfen, dass dann das Laufwerk sich öffnet. Weil wenn du dann CD1 und CD2 auch bei der Installation bereits wechseln willst, nimmt er die Installation nicht weiter vor. Also zumindest bei mir war es bei mir so. Und du musst darauf achten, dass du eine relativ ältere Version noch von der VirtualBox mit dem XP hast. Ich weiß gar nicht, welche ich habe. Ich habe jedenfalls eine drin, wo immer Windows XP oder die VirtualBox sagt, hey, es gibt eine neuere Version. Aber diese neuere Version hat schon nicht mehr die Eigenschaften übernehmend für XP als die neueren Versionen, weil XP ist halt da auch schon ein bisschen so sterbend, sagen wir mal, wie es ist. Aber ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn du dann mir berichten würdest oder den Chat berichtest, wie es gegangen ist, ob du es zum Laufen gebracht hast. Und ja. Aber dann, wie gesagt, viel Erfolg dir, ne? Kriegst du hin. Daumen sind gedrückt. Mit einem, ich weiß nicht, wie du das kennst, ich kenne beide, manchmal sagt man, bei einem sagt es, beide Daumen drücken sind negativ, einer sagt, beide bringen Unglück, nur einer sagt dann wiederum, beide bringen auch Glück, doppeltes Glück. Ich weiß nicht, wie du es handhabst, aber wie gesagt, Daumen, Zehen, dicker Zeh sind gedrückt, dass du es schaffst, zum Laufen zu bringen. Würde mich freuen, wie gesagt, dass du es zum Laufen bekommen würdest und vielleicht kannst du ja dann berichten. Würde mich jedenfalls freuen, wie gesagt, dann zu lesen, wenn du es zum Lauf gebracht hast. Dann machen wir, würde ich sagen, mal weiter gegen Peterborough United. Absteiger aus der letzten Saison, 2,3 Punkte schlechter wären wir im Moment, wenn wir McCarthy reinbringen. Für Beavers wären wir ein bisschen besser, aber McCarthy hat die Fitness jetzt auf. Wo ist er? Da. Drei weiterhin. Ja, okay, es fehlt nämlich die Spielpraxis, ne? Eldor, was machen wir? Zur zweiten Halbzeit rein würde ich trotzdem sagen, weil er eben die Fitness noch nicht hat. Das wollte ich nochmal als Erfahrung reinbringen. Und ja, dann würde ich sagen, speichern wir und dann gehen wir uns mal die Aufstellung anschauen. Glaube, zur zweiten Halbzeit rein. Dann machen wir das mal. Aber ich bin sogar gewagt, jetzt hier 2000 Siegprämie einzuschreiben. Absteiger, ne? Und dann müssen wir zwar gucken, dass wir jetzt hier finanzielles gewuppt bekommen, aber ja. Und es werden wieder mehr Transfers offengelegt. Na gut, wir nähern uns ja auch bei der Transferphase, ne? Der Wintertransferphase. Erik Edman. Boah, der ist auch schon in echt jetzt 41. Auch nicht so ein großer Innenverteidiger, aber ein guter für Schweden ein sehr guter. Der war auch bei der WM 2006 dabei, glaube ich. Bei der EM 2004 war der, glaube ich, auch dabei schon. Quietsch, quietsch, mein Stuhl gibt auch bald irgendwann den Geist auf. So, dann gucken wir mal, ne? Wie die so auftreten. Beavers hat dagegen eine Fitness von 100, also genau das Gegenteil. Aber er ist ja auch. Nee, es war Lisa und McCarthy war ihre. So, dann gehen wir mal rein, ne? Aufstellung schauend. Oh, interessant. Die haben auch einen Thompson, aber ohne P. Stephen Thompson. Hey, da ist unser Namensvetter. Ohne P und mit V. Eigentlich müssten wir den uns ja dann holen, ne? Wenn wir mal die Möglichkeiten hätten. Einfach nur weil halt. Aber ja, erstmal im Tor steht Taylor. Vor ihm eine Viererkette mit Burton und Scott auf den Außen, Coyne und Lewis in die Innenverteidigung, dann Barker auf der Sechserposition, dann eben vor ihm ist Thompson, Semple und Clarkie auf den Außen, dann ein weiterer Clarkie als hängende Spitze und Fodiadis im Sturmzentrum. Ein Zyprer mit englischen Wurzeln, also Andrew Fodiadis. Also, okay. Der darf die gesamte Saison eigentlich gut spielen, der Thomson, aber nicht jetzt gegen uns, genau wie eben Fodiatis und alle anderen auch.
Auf geht es, würde ich sagen. Wir haben, oder müssen wir noch was umstellen? Das hier, das. Nee, ich glaube, gibt nichts. Obwohl doch, Fili ist ja wieder fit. Wir müssen Fili wieder mitnehmen. Stimmt, Fili habe ich total vergessen. 40%, 0,9. Und wenn er das hier bekommen würde, ne, hier 9,0. Da wird er den Townsend sowas von den Rang ablaufen, weil Townsend der älter ist als Sparrow. Unser Däne. Stimmt, den hätten wir noch reinbringen können gegen Colchester, dass er dann zumindest wieder ein bisschen vielleicht auch trifft. Oder zumindest eine Vorlage gibt. So, dann gehen wir rein. 11.12.2004. Dwight Gordon, Level 5. Bewölkung, 3027 Zuschauer, 356 von uns dabei, 6 und 8. Gegentribüne. Boah, jetzt. Schauen wir mal. Unruhig. Und Dwight ist aber auch deck. Dwight ist auch deck, unruhig. Angriff Tito, schaltet sich in der Offensive ein. Schießt einfach mal. Komm. Coin blockt ihn ab. Strafe, Bernhard, absichtliches Handspiel. Ja, dann kommt dann Fili schon mal rein, ne? Die Zuschauer sind auch von der Stimmung her nervös. Wir haben eine bessere Fitness als Peterborough. Das zurzeit läuft wenig zusammen. Die Stimmung ist unzufrieden. Taylor, Daniel Clark hier auf Thompson. Aber Robinson stört ihn schon bei der Ballannahme. Sehr, sehr wichtig. Daniel Clarke holt an der Ecke gegen Tito raus. Zweite. Clarke, er tritt sie selber. Ashton hat souverän per Kopf. Aber sie einmal, weiß ich nicht. Taylor, Clarke, Thompson. Und wieder. Robinson geht dazwischen. Scott. Aber unser Thompson ist da. Ashton. Auf Hand. Aber zu weit. Barker hat aufgepasst. Beavers, als ob, Coin wirft sich halt auf den Schuss. Halbzeit 0 zu 0. Ashton loben wir. James loben wir. Okay, Daniel nimmt die Kritik nicht an, dann raus. Julian nimmt die Motivation nicht mit. Wir haben noch 3 Minuten, das heißt nie und dann reden oder einen. Derek. Derek, komm. Nimmt es nicht mit. Obwohl, wenn wir jetzt hier, können wir noch nie anfangen. So. Nicht auch, weil ich würde sagen, nicht direkt zur zweiten Halbzeit rein, weil wir jetzt erstmal Fili bringen für Bernhard. Nicht aufgeben. Da hilft nur eines. Wir müssen denen den Schneid abkaufen. Also geht ordentlich drauf. Erst nach 90 Minuten wird abgerechnet. Weil nämlich Fili kommt jetzt direkt rein. Was war das? Da drauf. Ich hab gerade komische Geräusche von außen. Da hat man das Kopfhörer was vernommen. Thompson vor die Addis. Ashton geht so entschlossen dazwischen. Robinson. Big Jules. Ecke. Weil Lewis auf der Linie. Kann das nicht mehr. Poro. 1 zu 0. Poro. Mal gegen die Laufrichtung geköpft. Shields kommt für Thompson. Goal. Rhea kommt für Clarky. Lewis. Rhea. Ash wirft sich halt in den Schuss. 56. Braxton marschiert mit nach vorne. Auch er sieht einen Distanzschuss und Coin blockt ihn mit seinem Körper ab. Freischuss. Sample Shields. 10 Meter. Thompson mit einem wunderbaren Reflex. Sample, Shields, gut pariert von Thompson. King kommt für Burton.
30 Minuten noch. Beaver sieht gelb wegen Rempels. Rackstone. Distanzschuss. Taylor hat nicht damit überhaupt gerechnet. 2:0! Rackstone! Jetzt kommt McCarthy rein. Ich würde sagen, jetzt bringen wir McCarthy. Ja, mach mal. Und wir können sogar jetzt wieder ein bisschen ruhig nehmen. Peter Burrow meint den Freischuss. Andy Clark liefert so ein bisschen Aufsätze, aber besser gesehen. 76. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt West Ham für Big Jules rein. Norton! Zanki Mabambule! Vielen Dank! Und Inox nimmt vielen Dank ebenfalls für deinen Follow. Was ist denn da los, Digga? Freiwillig. Shonji, ebenfalls mit dem Follow. Vielen Dank. Ebenfalls auf der Tribüne Platz nimmt. Baderaid. Badeschlappen. Alter. Danke und gracias, Badeschlappen. Holy moly. Ja, vielen Dank, Badeschlappen. Man hostet dich jetzt mit 463 Zuschauern. Hey, Badeschlappen. Vielen, vielen Dank, Digga. Vielleicht kennst du mich sogar noch. Ich wollte dich immer noch mal angeschrieben haben. Badeschlappen, ich war der, der dir damals bei dem ersten Abonnententreffen in Köln einen Aachen-Pin gegeben hat. Vielleicht kennst du mich noch. Alter. Arigato, Badeschlappen. Ich kann leider auch mein... Gracias. Arigato, obrigado, merci. Alter, das ist natürlich tatsächlich ewig her. Aber ja. Ich habe gesagt, irgendwann werde ich es auch mal machen. Werde ich mal es versuchen. Wir liegen gerade 2:0 mit Oxford. Bei Peterborough. In Führung beim Absteiger. Hast du denn eigentlich schon den Pin, Schlappi? Aber danke, ne? Dir, also unglaublich. Der müsste ja noch irgendwo rumfliegen. Ja. Das freut mich, dass du den behalten hast, weil wie gesagt, ne, damals, das ist jetzt 6 Jahre auch fast her, da war ich noch in der Ausbildung und du auch. Ich glaube, dann bringen wir mal, obwohl wir hatten jetzt, glaube ich, gerade den letzten Wechsel vorbereitet, Steve Bessam. Dann machen wir mal weiter, ne. Bessam kommt für Elsop. Wir sind im zweiten Jahr übrigens. Townsley, Bessam, Lewis geht dazwischen. Alter. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank dir, ne? Philly, Robinson, Nachschuss Poro, überall so, schade. Ja, Philly, da muss erstmal wieder reinkommen, Leute. Aber dafür haben wir gegen euer Team gewonnen. Hallo, meine Freunde, was ist da los? 28.000 Siegprämie erstmal. Wie gesagt, ne? Dann dir aufholen, Jack, und allen, die mir gerade einen Follow da gelassen haben, vielen, vielen Dank. Ne, dann komme ich mal zu den Ergebnissen, weil die lese ich alle vor in der Regel.
Leeton Orion gewinnt 3-2 gegen die Doncaster Rovers. Wir gewinnen beim Absteiger Peterborough mit 2-0. Northampton gewinnt ebenfalls 2-0 allerdings gegen Blackpool. Southend verliert zu Hause 3-1 gegen Wrexham. Colchester gewinnt 1-0 gegen Bristol Rovers. Darlington gewinnt 4-0 bei Macclesfield. Kidderminster 1-0 gegen Scunthorpe. Hull gewinnt 3-1 gegen Carlisle. League gewinnt 2-1 gegen York. Dann haben wir 9 Tore zwischen Huddersfield und Lincoln City. 6-3 das Ergebnis. Accrington 0-0 gegen Cambridge und Swansea gewinnt 2-0 bei Torquay. Aber ja, wie gesagt, die haben, also zusammenfassend, welche Liga ist das? Division 3, also die vierte englische Liga, die hieß damals noch Division 3, wie sie jetzt ja, jetzt ist es die League 2. Wir sind im zweiten Jahr. Und haben, ich mach mal gerade weiter, dann erzähle ich euch, wie das so ein bisschen hier abläuft. Sekunde. Die Elf des Tages ist keiner von uns dabei, aber zwei von Peterborough. Läuft. Ja, böse Schlappe für David Oldfield, kriegt erstmal mehr. Leroy Miller wechselt, ist wahrscheinlich wieder ein Scout. Erstmal speichern wir mal das ab. Und dann sind wir mal gerade ruhig und dann erkläre ich es euch.